Hey, willkommen zurück am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir mal über die 3-Sekunden-Regel, was die 3-Sekunden-Regel ist und warum sie so wichtig für deinen Erfolg bei Frauen ist. Also 3-Sekunden-Regel, wer schon ein bisschen länger in dieser ganzen Pickup-Flirt-Community unterwegs ist, der weiß oder hat den Begriff 3-Sekunden-Regel schon mal gehört. Wenn du ihn noch nicht gehört hast, dann jetzt ganz einfach erklärt. 3-Sekunden-Regel bedeutet, dass du die Frau innerhalb von 3 Sekunden ansprechen solltest, als ansonsten lieber lassen solltest. Und ich werde gleich darauf eingehen, inwiefern ich mit der Regel übereinstimme und dir sagen, warum diese Regel auch Teil deines Flirtlebens sein sollte. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen seltsam, weil du mich, wenn du ein paar Videos von mir kennst, doch eher als Gegenstück, Gegenspieler zu klassischem Pickup-Wissen kennst. Viel, was in der Pickup-Community rumgeht, ja, wäre ich generell gegen, würde ich nicht so unterschreiben, aber die 3-Sekunden-Regel ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Warum ist das jetzt so? Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat man herausgefunden in sozialpsychologischen Experimenten, dass je länger es für dich dauert oder je länger es dauert, eine Entscheidung zu treffen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du eine Entscheidung triffst. Das heißt, wenn du, und das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht, wenn du erst hinter der Frau ein bisschen hergehst, dir ein bisschen Zeit lässt, erstmal an ihr dran bleibst, was auf jeden Fall besser ist, als gar nicht in Aktion zu treten, dann wird es immer unwahrscheinlicher, dass du die Frau ansprichst. Und wenn du das selbst schon mal gemacht hast, wenn du selbst schon mal Frauen auf der Straße angesprochen hast oder dich vielleicht zurückerinnerst an die Male, wo du das gemacht hast, dann wirst du merken, dass du warst am erfolgreichsten, wenn du die Frau direkt angesprochen hast. Denn das macht auch was mit deinem mentalen Zustand. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Das heißt, erstmal von einer rein wissenschaftlichen Perspektive gesehen ist es so, dass eine Entscheidung, die schnell getroffen wird, ist eine bessere Entscheidung, beziehungsweise je länger du wartest und die Entscheidung aufschiebst oder vielleicht einen Moment noch stehen bleibst, dir kurz hinterher guckst und dann noch überlegst, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du entscheidest. Das heißt, was du machen kannst, wie du das Ganze jetzt praktisch für dich anwenden kannst, ist, dass du wirklich eine Frau siehst, in deinem Kopf zählst, 1, 2, 3 und dann einfach hingehst. Und das kann so eine Art, das kann wirklich so eine Art Gewohnheit für dich werden. Denn darum geht es ja. Wir wollen eine Gewohnheit etablieren, wenn es um das Frauenansprechen geht. Das heißt, du siehst eine Frau, du also gefällt dir irgendwie, du findest sie interessant, 1, 2, 3, go. Das machst du ein paar Mal, sagen wir so 10, 20, 25 Mal und dann wirst du merken, wie das so dein normaler Habitus wird, wie das wird, was du immer machst. Und das ist ganz hilfreich, denn dann können diese ganzen mentalen Blockaden nicht dazwischen kommen. Denn, und das kennst du sicherlich auch, es gibt diese mentalen Blockaden, wo dann zum Beispiel dein Geist dir sagt, nein, was, wenn sie mit dem Freund unterwegs ist oder was, wenn andere Leute mich sehen oder was, wenn sie gar keine Lust hat, mit mir zu sprechen oder was auch immer. Du kannst dir natürlich, mental wird dein Gehirn dir immer Ausreden kreieren. Deswegen ist es auch so problematisch, wenn ich zum Beispiel in Coachings einen Coaching-Teilnehmer habe, wo ich dann oder wo wir dann eine Frau ansprechen und dann geht er im gleichen Tempo hinter der Frau her wie ihr Tempo. Das heißt, er holt nie so richtig auf. Und da gibt es halt Situationen, wo er wirklich so eine halbe Minute in ihrem Tempo hinter ihr her ist und ich von hinten sage, hey, guck mal, jetzt leg mal ein Tempo zu, sonst holst du die niemals ein. Meistens wird die Frau dann von meinen Teilnehmern nicht angesprochen, eben weil in dieser halben Minute, die du hinter der Frau her bist, schon genug Zeit ist, um dir irgendwelche mentalen Ausreden einfallen zu lassen. In 3 Sekunden funktioniert das aber nicht. Und wenn du dich darauf trainierst, 1, 2, 3, go zu machen, dann wirst du das nach einer Zeit einfach immer instinktiv machen. Und das ist ja in Ordnung, weil du kannst ja auch im Gespräch noch feststellen, dass die Frau dir vielleicht doch nicht so gefällt. Das ist ja der Grund, warum du da bist. Du bist natürlich nicht im Gespräch, das will ich nochmal anmerken, du bist nicht im Gespräch, um der Frau zu gefallen, sondern du bist im Gespräch, um zu gucken, hey, gefällt die Frau mir? Und da kannst du natürlich, das ist vollkommen legitim, auch zum Entschluss kommen, dass die Frau dir eben nicht gefällt und dann ist es ja auch nicht schlimm. Aber die 3-Sekunden-Regel ganz wichtig für deinen Erfolg. Jetzt würde ich nicht in allen Ausdrucksformen der 3-Sekunden-Regel mit dieser Regel übereinstimmen. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, entweder du machst es bei 3 oder du machst es gar nicht. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, die Regel sagt auch mehr, entweder du machst es bei 3 oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass du es machst. Nicht im Sinne von, boah, wenn du es bei 3 nicht geschafft hast, aber bei 4 hingehen würdest, dann lass es lieber. Das ist natürlich Schwachsinn. Du kannst dir natürlich gerne auch eine Minute ansprechen, wenn du das dann noch hinbekommst. Aber du wirst merken, und das ist das, was ich eben mit dem mentalen Zustand meinte, wirst merken, dass es dir einfacher fällt,
frei und offen und selbstbewusst zu flirten, wenn du schneller hingegangen bist. Denn je länger Zeit vergeht, je mehr Zeit du brauchst, desto mehr kommen diese mentalen Geschichten. Und dann bist du nämlich, wenn du ins Gespräch mit der Frau gehst, schon komplett in deinem Kopf. Und jeder, der mit einer Frau geflirtet hat oder der allgemein mal sich mit Leuten und vor allem neuen Leuten unterhalten hat, weiß, wie schwierig und problematisch das sein kann, wenn du diese neue Frau-Person kennenlernst, in deinem Kopf bist. Das heißt, du willst nicht in deinem Kopf sein, du willst in der Situation sein, du willst im Jetzt sein, du willst in der Handlung sein, aber nicht hier oben. Und das funktioniert wunderbar, beziehungsweise geht wunderbar mit der 3-Sekunden-Regel einher, denn die hilft dir dabei, nicht in deinen Kopf zu gehen, sondern im jetzigen Moment in der Handlung zu bleiben. Und die 3-Sekunden-Regel kannst du natürlich sowohl im Alltag als auch beispielsweise im Club anwenden. Na, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die haben wir auch schon darüber geredet, wenn du jetzt im Fitnesscenter bist oder an irgendeinem Ort, wo du regelmäßig bist, dann musst du die Frau nicht sofort ansprechen, dann kannst du dir da mehr Zeit lassen, wenn du sie regelmäßig wieder siehst. Aber auch hier kann es hilfreich sein, die 3-Sekunden-Regel zu benutzen. Und die kann dir übrigens auch dabei helfen, generell neue Leute kennenzulernen. Wenn du jetzt, ich sag mal, auf einem neuen Arbeitsplatz bist oder frisch in der Uni, da kennt man sich halt noch nicht. Und da kann die 3-Sekunden-Regel dir wirklich einfach dabei helfen, neue Leute kennenzulernen. Da sitzt da vielleicht ein Kollege vor dir, du kommst ins Büro rein, 1, 2, 3, hallo, ich bin der neue Kollege hier, Tim. So. Und schon bist du im Gespräch. Statt kurz zu warten und zu überlegen, oh, die sieht aber jetzt nicht so begeistert aus, vielleicht hat er einen schlechten Arbeitstag, ich spreche ihn lieber nicht an, und dann machst du es vielleicht wirklich nie. Und diese Entscheidung kommt halt nicht. So wie wir eben schon mal gesagt haben, je länger es dauert, eine potenzielle Entscheidung zu treffen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du sie überhaupt triffst. Deswegen triff sie sofort, triff sie innerhalb von 3 Sekunden, und ich kann dir wirklich ans Herz legen, dieses 1, 2, 3 Zählen entweder mental im Kopf zu machen, was aber doch vielleicht besser ist, ist einfach mit den Fingern zu machen. Denn wir wollen ja eben nicht mental in den Kopf, aber 1, 2, 3, go. Go. Und dann hingehen und die Frau ansprechen. Und wie gesagt, das machst du ein paar Mal, dann ist es zur Gewohnheit geworden, und dann wirst du merken, wie einfach es dir fällt, regelmäßig Frauen anzusprechen. Deswegen ist die 3-Sekunden-Regel so wichtig für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen geilen Samstag. Vielleicht bist du heute im Club unterwegs und kannst die 3-Sekunden-Regel gleich ausprobieren. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hier oben links kannst du den Channel abonnieren. Auch die Glocke drücken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für eine neuen Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben. Die ersten Monate sind jetzt schon relativ voll, aber schau mal, ob da noch was offen ist. Und hier unten kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. Ciao.